Hi, hier ist Julia von der Veggie World. Wir sind heute in Berlin und zwar in der Wohnung von Nico Rittenau. Der ist so nett und hat uns die gestellt. Ja, ja. Und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir und zwar ist Hallo. Es die Lulu von Lulus Dreamtown. Falls der eine oder andere Instagram mal unter uns ist, wird sie wohl mit Sicherheit kennen. An dich kommt man da nicht vorbei eigentlich. Ich bin super berühmt. Ich sag's dir, ich bin Beyoncé. Heute machen wir was ganz Specialiges und zwar machen wir Oatmeal-Formen, also bedeutet, dass das Oatmeal sozusagen eine eigene Schüssel ist, das wir dann füllen. Und das ist halt ein bisschen was Fancyeres und ich freue mich schon sehr darauf, das zu machen. Ich bin auch gespannt. Womit fangen wir denn an? Wir fangen zuerst an mit Mehl. Okay. Ich auch wie so ein Telefon so. Hallo. So iPhone 10. Okay. Wir machen mal 100 Gramm Mehl rein. Genau, bingo. Wow. Punktlandung nennt man sowas, 100 Gramm. Punktlandung. Jetzt machen wir dann noch 50 Gramm Haferflocken rein. Falls ihr auch irgendwelche Infos mal zur Veggie World wissen wollt, wo wir sind und wann Lulu auch auftritt, unter www.veggieworld.de geht ihr einfach auf unsere Homepage oder halt auf unsere Facebook-Seite. Wir sind auch auf Instagram, sind wir auch mittlerweile so fortschrittlich. Richtig. Ich bin unterwegs. Genau. Ja, und ansonsten ist alles hier unten verlinkt. Genau. Das genau. Ist auch einfach zu finden. Dann machen wir jetzt Vanillezucker rein. Aber das riecht jetzt schon lecker. Alles ist auch nochmal in der Infobox. Also, wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ich fang gar nicht mehr hinterher. Ich will doch nur das Rezept haben, du. Dann ist alles auch in der Infobox. Vier Packungen sind 4x8, das sind 32 Gramm. Ja. Ich bin ein Mathe-Genie, ich sag's euch. Jetzt machen wir eine Prise Salz da rein, denn zu allem was Süßes muss man auch eine Prise Salz dazu machen, weil es ja noch ein bisschen süßer ist. Oh, Erdnussbutter ist so auch lecker. Ich liebe Erdnussbutter. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der Erdnussbutter hasst. Ich habe mir so gedacht, wow. Okay, wir machen 100 Gramm rein, ja? Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Joghurt da reinmachen. Also wir müssen jetzt eine Konsistenz erhalten, dass man sozusagen einen Cookie draus formen könnte. Ah, okay. Und jetzt machen wir noch Joghurt dazu. Wie viel muss ich da jetzt, also du, ach du machst es jetzt komplett den Rand voll, ne? Okay. Ja, das ist halt so eine richtige Schüssel wird, weißt du? Mhm. Das ist so ein bisschen, auch so wie beim Basteln jetzt gerade. Ja, ne? Voll creative hier. So sieht das dann aus und so kommt das dann auch mal gleich in den Backofen. A few moments later. So sehen die jetzt aus. Die sind wunderschön geworden. Ja, jetzt holen wir die einfach da raus. Und sieht das nicht super cute aus? Guck mal, voll schön. Und es riecht auch sehr lecker. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Good love in my tummy. Okay, und jetzt befüllen wir die mit Joghurt. Ich finde, sowas kann man super zu so einer Geburtstagsparty Bridesmaid-Party machen. Jetzt adden wir hier so ein paar Berries. And that's it. Das war's auch schon. Und schon sind die kleinen Dinger hier fertig. Die sehen super süß aus. Ihr könnt da alles drauf machen, was ihr gerne möchtet. Auch irgendwelche Superfoods oder Kokosraspeln oder sowas. Und das war's auch schon. Ich hoffe mal sehr, das Video hat euch gefallen und ihr habt Spaß daran. Und lasst mich gerne wissen, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es nachgemacht habt. Ja, danke an Nico, dass wir hier sind. Nico, unser wundervoller Freund hier. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen uns, Lulu, im September, 9. bis 10. September auf der Veggie World in Düsseldorf. Genau. Kommt auf jeden Fall hin. Und dann machen wir eine Big Party, weil ich dort was kochen werde auf der Bühne. Ja. Wird cool. Habt einen wundervollen Tag. I love you all. You are wonderful. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Bye. Tschüss.